nächste Aufnahme. Können gerne wieder alle gerne mitmachen. Und ich gehe mal auf Zufall. Wir haben immer noch einen Platz frei. Wer mitmachen will, kann gerne mitmachen. Zana möchte diesmal gern die Erde sein. So. Sind wir bereit? Dann, Herr Akta, starten Sie das Spiel. Hasi ist leider gerade nicht online. Aha, ich sehe schon, hier wird sich im Discord connected. Lockdown-Strategie startet. Influenza-Virus hat sich auf der Welt ausgebreitet. Wir sind hier China? Nee, China nicht. Japan? Nein. Wo sind wir gerade auf der Welt? Chat, hilf mir. Welches Land ist das? Ist das USA? We bring you an urgent public health story. A lethal, novel influenza virus is ravaging a small town in the United States, with many patients relegated to triage care as hospitals are unable to keep up. When asked, experts say the virus has undoubtedly spread further than the town by now, and state the world should brace for what could become the deadliest global pandemic of all time. That is Corona! Ah!
Swift action by world leaders saves millions of lives. Ja.
Ja, ich muss ja lesen. Ja, Forschung erfolgreich. Karl Lauterbach wäre stolz auf mich. No, warum fällt die Bevölkerung so stark? Leute, was macht ihr? Nach oben, nicht nach unten die Bevölkerung. Nach oben. Uff. Alter. Wie der Virus sich jetzt ausbreitet. Thank you.
Abfahrt gegen die Seuche. Oh, aber ganz knapp. Public unconvinced rejects guidelines that are based on unsubstantiated claims. Yeah.
Uff. Public health update. The pandemic is taking a toll on the economy. Lockdowns and social distancing measures have made business difficult. With profits down, mass layoffs and a recession are possible as scientists continue to work to develop a vaccine. Ich glaube, die Erde stirbt in diesem Durchgang. Industry believes $2 trillion bailout will prevent mass layoffs. Bei X-Runde macht Dark Spirit noch mit. Okay.
Ja, die Bevölkerung wächst wieder. Na. Uff. Scientists abandon vaccine safety protocols.
Ja, das war unser zweiter Run. Mal gucken, wie der nächste Run ausgehen wird. Wird die Erde oder die Menschheit da auch überleben? Wir gucken mal weiter.